Hi, ich bin der Zanke. Heute ist der 6. Dezember, also wünsche ich euch einen schönen Nikolaus. Und heute stelle ich euch vor die Aji Charapita, die teuerste Chili der Welt. Genau, suchen wir uns mal eine aus. Die da. Sehr klein. Also beim Draufbeißen kommt schon so richtiger eine kleine Geschmacksexplosion. Hat was Zitrusiges, hat was. Also sie schmeckt im Endeffekt so, wie sie, so exotisch, wie sie ausschaut. Hat was Blumiges drin, fast ein bisschen Mango-mäßig. Hat mit 50.000 bis 100.000 Scoville für so kleine Popelkugeln eine echt solide Schärfe. Ursprungsland, so der Norden von Peru, so Richtung Grenze Brasilien, ist eine Capsicum Chinense. Wird, wenn sie die idealen Umstände hat, 1,50 hoch. Also wir reden hier von fünfmal dem hier ungefähr. Wächst, wie man sieht, ziemlich buschig und ist schon ein ziemlicher Massenträger eigentlich. Ja, und ist die teuerste Chili der Welt. Rangiert vom Preis her bei echter Vanille und bei Safran. Ich habe jetzt einen Beitrag gelesen, wo das Kilo Charapitas für 25.000 US-Dollar ungefähr gerankt wird. Wo ich mir denke so, yo. Ja, das ist sie, die teuerste Chili der Welt. Schaut es euch an. Also das ist schön, Mensch. Also ich habe sie zu Hause. Könnt ihr auch haben. Ja, ja, machen wir noch die Hard Facts fertig. Also wir haben so eine Keimtemperatur von 24 bis 28 Grad ungefähr. Heißt, es wäre Treibhaus und Heizmatte schon durchaus gefragt. Braucht sehr hell. Ist, weil sie doch aus einer sehr warmen Gegend kommt, bisschen Temperatur anfälliger als die anderen vielleicht. Heißt, die mag schon richtig warm und heiß und auch sehr sonnig, also viel Licht. Tatsächlich, wenn ihr früh im Jahr anfangt, solltet ihr fast mit einer Pflanzlampe draufleuchten. Aussaat, im Endeffekt Januar, Februar. Vom Bestäuben der Blüte bis zur reifen Frucht haben wir so 80 bis 100 Tage in etwa. Dann stellt euch jetzt vielleicht die Frage, wie kann ein Massenträger die teuerste Chili der Welt sein? Das ist tatsächlich so, weil ihr seht, ihr habt hier so ganze Dolden. Jetzt wollt ihr aber die Pflanze vielleicht das nächste Jahr auch noch kultivieren. Also ihr müsst im Endeffekt, oder es wird, bei der Ernte wird hier jedes Chili-Pitzelchen einzeln von Hand runtergezupft. In der Hoffnung, die Pflanze so wenig wie möglich zu beschädigen. Bla bla bla, mimimi. Ist ein riesen Gefrickel, ich verstehe es, aber ihr zahlt da eigentlich weniger die Chili als den armen Typen oder die arme Frau, die die Charapitas hier runter piepen muss. Ein anderer Punkt ist, dass tatsächlich, ich habe in mehreren Berichten gelesen und bei der Recherche dazu noch, dass es so unglaublich schwierig ist, an Saatgut oder Jungpflanzen zu kommen. Ja, und weil es so schwierig ist, habe ich mich entschlossen, ein kleines Gewinnspiel zu machen. Und die ersten 30 Leute, die unter das Video kommentieren, kriegen von mir Aji Charapita Samen zugeschickt. Wow. Ist das was? Woohoo. Genau. Ich bin der Erste. Ich auch. Dann zeigen wir der teuersten Chili mal, wie selten das sie ist. Es haben auch diverse Samenhersteller schon bei so und so einem Bestellwert tatsächlich nach diesem Galileo-Bericht dann gesagt, hey, wisst ihr was, wenn ihr bei uns für 50 Euro Samen bestellt, kriegt ihr noch einen Tüterl Charapita Samen obendrauf, weil die sind so selten. Nichtsdestotrotz, mega geile Chili, wächst schön, schmeckt mega geil und ja, ihr könnt auf jeder Party damit angeben, dass ihr die teuerste Chili der Welt zu Hause habt. Das ist auch was. Also, schreibt fleißig in die Kommentare, gell, die ersten 30, dass ich keinen Schmarrn erzähle. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Viel Glück beim Gewinnspiel. Abonniert fleißig. Und noch einen schönen Nikolaus. Ciao.